Hello, Greece. Hallo Griechenland. Thank you. Danke. Kalispera. Guten Tag. To the government and the people of Greece. Der Regierung und dem griechischen Volk, einschließlich Premierminister Tsipras, für dessen Partnerschaft ich danke. Und für die vielen jungen Leute, die hier sind, die die Zukunft Griechenlands darstellen, darf ich Ihnen allen ganz herzlich danken für diesen warmherzigen Empfang. Sie wissen ja ganz genau, dass dies meine letzte Auslandsreise nach Europa ist als Präsident der Vereinigten Staaten. Und ich war beim letzten Mal schon sehr entschlossen, auch nach Griechenland zu kommen. Zum einen, weil ich über die legendäre Gastfreundschaft des griechischen Volkes viel gehört hatte, ihre Philoxenia. Zum Teil natürlich auch, weil ich die Akropolis sehen wollte und den Parthenon-Tempel. Aber auch, weil ich hier in tiefer Dankbarkeit herkomme für alle Griechen, diese kleine Welt, die der Menschheit so viel über die Jahrtausende gegeben hat. Unsere Herzen wurden bewegt durch die Tragödien von Aeschylus und Euripides. Unser Horizont wurde erweitert durch die Geschichte, die griechische. Und unser Verständnis von der Welt wurde durch Sokrates beispielsweise erweitert und andere griechische Philosophen. In den Vereinigten Staaten von Amerika sind wir ganz besonders dankbar für die Freundschaft so vieler griechischstämmiger Amerikanerinnen und Amerikaner in meiner Heimatstadt Chicago. Finden Sie sie in der Greek Town, in dem griechischen Viertel der Stadt, mit ihrer Fustanella. Und wir haben den griechischen Unabhängigkeitstag zusammen im Weißen Haus gefeiert mit Kopida und Ouzo. Die griechischstämmigen Amerikaner haben die Uniform der Vereinigten Staaten getragen, um unser Land frei zu halten. Sie sind mit Dr. Martin Luther King Jr. zusammen aufgetreten, um Amerika gerechter zu machen. Die griechischen Amerikaner haben für Yanis Akupo gestimmt. Der Jahr für Jahr wohl besser zu werden scheint. Und wenn irgendjemand ein Beispiel braucht noch für unseren gemeinsamen Geist, für die Widerstandsfähigkeit auch, dann brauchen Sie sich nur New York City anzuschauen, Ground Zero, wo so viele nach den Anschlägen des 11. September wieder neu aufgebaut worden ist, und sie gehören mit zu den kostbarsten, was wir haben: die Wahrheit, das Verständnis, dass Individuen freien Willens das Recht und die Fähigkeit haben, uns selbst zu regieren. Dafür steht Griechenland. Das war hier vor 25 Jahrhunderten in dem steinigen Hügel, auf dem steinigen Hügel dieser Stadt, dass die neuen Ideen aufkamen. Die Demokratie, der Staat, Kratos, die Macht und das Recht zu regieren, leitet sich ab von Demos, dem Volk. Der Begriff, dass wir Bürger und Bürgerinnen sind und keine dienstbaren Geister, kommt von hier, das Konzept überhaupt der Staatsbürgerschaft mit Rechten und Verantwortungen, der Glaube an die Gleichheit vor dem Gesetz, nicht nur für ganz wenige, sondern für viele, nicht nur für die Mehrheiten, sondern auch für die Minderheiten. All das sind Konzepte, Vorstellungen, die aus diesem steinigen Boden hier erwuchsen. Und die Frühformen der Demokratie in Griechenland waren natürlich noch nicht perfekt, genauso wenig wie in den Vereinigten Staaten sie es waren. Die Rechte der
alten Griechen galten ja nicht für Frauen oder Sklaven, aber unsere Verfassung ist für alle da und nicht für nur wenige, und darum nennt sich das ja die Herrschaft des Volkes, Demokratie. Diese edlen Gedanken allein würde natürlich nie ausgereicht haben, sondern man musste sie in eherne Gesetze gießen und für die Beteiligung der Bevölkerung sorgen, und darum hat man eine große Versammlung gegründet, wo die Debatten über die Staatsangelegenheiten geführt wurden. Jeder hatte das Recht, das Wort zu ergreifen und abzustimmen durch Handzeichen oder durch Karten, weiß für Ja, schwarz für Nein. Und all das war offen für jedermann. Gerichte haben für die Umsetzung, die Durchsetzung der Rechtsstaatlichkeit gesorgt. Die Politiker waren damit nicht immer zufrieden, denn häufig wurden die Steine auch benutzt, um sie zu strafen, wenn sie sich nicht ordentlich verhalten hatten. Aber über das Jahrtausend, das dann folgte, haben sich unterschiedliche Vorstellungen von Herrschaft und Macht durchgesetzt in der menschlichen Geschichte. Dann kamen die auf, die behaupteten, dass das Volk nicht reif sei für die Demokratie und auch nicht sich selbst bestimmen könnte, sondern dass das Volk immer genau gesagt bekommen müsste, was das Beste für es sei. Und da ist es dann zu Gewalt gekommen, zur Herrschaft der eisernen Faust. Es gab unterschiedliche Konzepte von Governance, von Regierungsführung. Das sagt, Macht gibt Recht oder nicht ausbalancierte Macht führt dann zu Krieg und Zwietracht. Dann wurde behauptet eine Zeit lang, dass je nachdem, aus welcher Rasse man stammte, man mehr Macht und mehr Rechte hatte. Man rechtfertigte damit Eroberungen und Ausbeutungen und Krieg. Aber in der gesamten Geschichte leuchtete die Fackel weiter, und starb nie, die hier in Athen erstmalig entzündet wurde. Dem folgte die großartige Aufklärung. Diese Fackel wurde von den amerikanischen Gründervätern weiter übernommen, die dann in der Verfassung festlegten, dass alle Menschen gleich geschaffen sind und unveräußerliche Rechte haben. Es gibt Zeiten, auch heute, da werden diese Ideale in Frage gestellt. Uns wird gesagt, das seien westliche Rechte, dass manche Kulturen nicht für die Demokratie geschaffen seien und deshalb eher wohl eine autoritäre Herrschaft benötigten. Aber ich würde sagen, dass nach 8 Jahren meiner Tätigkeit als Präsident der Vereinigten Staaten, nach den vielen Reisen, die ich unternommen habe um die ganze Welt, ist es durchaus wahr, dass jedes Land seinen eigenen Weg geht, auf der Grundlage seiner eigenen Traditionen. Aber was ich auch glaube nach diesen 8 Jahren, ist, dass die grundsätzliche Sehnsucht nach einem Leben in Würde, das fundamentale Bedürfnis, unser Schicksal selbst in die Hand zu nehmen und unsere Zukunft selbst zu gestalten, Teil sein zu wollen, all derer, die eben den Lauf unserer Communities, unserer Völker und Nationen bestimmen, diese Sehnsüchte sind universell. Sie brennen in jedem menschlichen Herzen. Darum sagte ein griechischer Bischof auf dem Berg die Fahne der Freiheit gehisst, und überall in der Welt haben die Nationen das Joch des Kolonialismus abgestreift und Völker haben sich vereint in der Demokratie. Wir unterstützen heute die Ukrainer bei ihrem Bestreben, ihr Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Das Gleiche gilt für Tunesien, für Myanmar, das auf den Weg zur Demokratie gefunden hat. Das ist eben meine Außenpolitik während meiner Präsidentschaft. Schon aus der Notwendigkeit heraus arbeiten wir mit allen Ländern zusammen.
Und viele von denen sind eben keine Demokratien. Viele sind von Demokratie, sind zwar Demokratien, da sie eine Wahl abhalten, aber sie sind nicht tatsächlich Demokratien in dem Sinne, dass sie tatsächlich auch die Teilhabe der Bürgerinnen und Bürger ermöglichen. Aber unser Weg als Land war immer, dass wir die Bestrebungen all derer unterstützen, die an die Selbstbestimmung glauben und an die Ideen, die hier in Griechenland vor so vielen Jahrhunderten ihren Ursprung genommen haben. Und dabei geht es nicht nur darum, dass wir treu zu unseren Werten stehen, sondern es geht um den Idealismus. Ich glaube, dass es durchaus machbar ist, für die Vereinigten Staaten von Amerika die Demokratie zu unterstützen. Weil die Geschichte uns ja zeigt, dass Länder mit demokratischen Regierungen zu mehr Gerechtigkeit und Stabilität tendieren und zu mehr Erfolg. Die offenen demokratischen Gesellschaften sorgen für mehr Wohlstand, denn wenn die Menschen für sich selbst denken und entscheiden können, Ideale und Gedanken teilen und kreativ sind, die jungen Leute, die hier sind beispielsweise, was sie heute durch das Internet überhaupt für Möglichkeiten haben, durch diese neuen Technologien, da wird die Innovation freigesetzt. Die Wirtschaft floriert in dem Fall, neue Produkte, neue Dienstleistungen, neue Ideen beleben die Volkswirtschaft, die jeweilige. Im Gegensatz zu den Regimen, in denen die Demokratie nicht herrscht, wo einfach nur eine Regierung herrscht und man keinen Weg weiß in eine friedfertige, gewaltfreie Zukunft. Das bringt Stabilität, was die demokratischen Werte bringen Stabilität, die häufig dann auch den Wohlstand bringen. Die Vergangenheit der letzten 200 Jahre zeigen ja auch, dass es mit demokratischen Regimen und Herrschaftsformen möglich ist, den Krieg zu überwinden. Mehr Demokratie ist gut für die Völker weltweit, aber auch für unsere nationale Sicherheit. Deshalb sind Amerikas größte Freunde wie Griechenland Demokratien. Deshalb arbeiten wir zusammen in dem NATO-Bündnis, dem Nordatlantischen Verteidigungsbündnis. Und wir haben auch in den vergangenen Jahren sehr viel investiert in die NATO, haben unsere Präsenz in Europa gesteigert und die NATO-Verbündeten sind stärker denn je zuvor. Ich bin zuversichtlich, dass dieses Engagement für die NATO über die letzten 70 Jahre, unabhängig davon, ob es unter einer demokratischen oder republikanischen Regierung geschah, dass dieses Engagement andauern wird und mit all den Verpflichtungen, die wir gegenüber den Alliierten auch angenommen haben. Unsere Demokratie zeigt, dass wir stärker sind als Terroristen, als Fundamentalisten und als Absolutisten, die den Unterschied gar nicht tolerieren können, die andere Gedanken und Ideen nicht tolerieren können, die bestrebt sind, den Weg, den Lebensstil anderer Menschen mit Gewalt zu verändern. Und die wollen, dass wir unsere eigenen Werte verraten. Die Demokratie ist stärker als eine Organisation wie der Islamische Staat, weil unsere Demokratien integrativ sind. Wir heißen Menschen willkommen in unseren Demokratien und Flüchtlinge, die uns brauchen und unsere Länder brauchen. Niemand hat das besser erleben können, dieses Mitleid und dieses Mitgefühl, als hier in Griechenland. Dass diese großartige Großzügigkeit der Griechen, die Flüchtlinge aufgenommen haben, ist ein Vorbild für uns alle. Das bedeutet ja nicht, dass wir sie mit dieser Aufgabe alleine lassen dürfen. Nur eine kollektive, eine gemeinsame Reaktion Europas und der gesamten Welt kann gewährleisten, dass die Menschen die Unterstützung bekommen, die sie benötigen. Von Griechenland kann nicht erwartet werden, dass das Land diese Last allein trägt. Aber die Tatsache, dass sie in einer Demokratie leben, öffnet ihr Herz für diese Menschen, was sonst nicht der Fall wäre. So wie die Demokratien eben darauf basieren, dass wir friedfertig Lösungen finden für die Probleme,
Probleme unserer Gesellschaft, denn so glauben wir auch, dass die Kooperation der beste Weg ist, die Herausforderungen zwischen den Nationen zu meistern. Und ich glaube, dass die Demokratien tatsächlich Konflikte zwischen Nationen besser lösen können. Und zwar auf eine Weise, die nicht im Krieg endet. So funktioniert Diplomatie. Uns ist es gelungen, durch diplomatische Verhandlungen die Bemühungen des Irans, eine Atombombe zu bauen, gestoppt wurden. Mit diplomatischen Bemühungen haben wir unsere Beziehungen zu Kuba wieder aufgenommen. Mit gemeinsamer Diplomatie haben wir Griechenland und 200 andere Nationen wohl unter dem Dach eines gemeinsamen Abkommens, eines Klimaabkommens zum Kampf gegen den Klimawandel vereint. Und wenn wir über den Klimawandel sprechen, möchte ich unterstreichen, dass es eine Verbindung gibt zwischen Demokratie und Wissenschaft. Die Voraussetzung der Wissenschaften ist es, dass wir beobachten und unsere Hypothesen, Gedanken verproben an der Wirklichkeit. Wissenschaft ist das Gegenteil von Aberglaube oder Ideologie. In Zeiten, wo die Welt weiter zusammenwächst und wir kollektive Aktionen unternehmen müssen, um dem Klimawandel entgegenzuwirken, brauchen wir diese demokratische Debatte. Und diese Debatte ermöglicht es, den Wissenschaften auch aufzublühen und unsere gemeinsame Verantwortung auch übernehmen zu können. Demokratie, wie alle menschlichen Institutionen, ist unvollendet. Die Vollendung, die demokratischen Prozesse sind langsam, frustrierend, oft auch schwierig und chaotisch. Politikerinnen und Politiker sind häufig unbeliebt in den Demokratien, unabhängig von ihrer Parteizugehörigkeit. Denn per Definition besteht ja die Demokratie darin, dass man nie 100% von dem bekommt, was man sich wünscht, sondern es bedeutet, dass man Kompromisse braucht. Winston Churchill hat gesagt, die Demokratie ist die schlimmste, die schlechteste Form der Regierungsform, abgesehen von allen anderen. Und in einer multiethnischen Gesellschaft, in einer multikulturellen Gesellschaft wie den Vereinigten Staaten, kann die Demokratie sehr, sehr kompliziert werden. Glauben Sie mir, ich weiß, wovon ich spreche. Aber es ist besser als jede andere Alternative. Denn die Demokratie gibt uns die Möglichkeit, unsere Unterschiede, unsere Differenzen friedvoll zu überwinden, näher an unseren Idealen zu bleiben, neue Ideen zu verproben, zu testen und auch Fehler, die wir einmal begangen haben, zu korrigieren. Jede Aktion eines Präsidenten oder das Ergebnis von Wahlen oder von Gesetzgebungsprozessen, die beispielsweise sich als falsch erweisen oder als schlecht erweisen, die können durch den demokratischen Prozess korrigiert werden. Und in unserer Geschichte haben wir ja gelernt, dass, oder wir wissen, dass alle Menschen gleich sind. Als die Vereinigten Staaten gegründet wurden, war das nicht der Fall. Wir arbeiteten an der Ausweitung dieser Regeln, die unsere Gründerväter formuliert haben. Die haben wir erweitert auf Afroamerikaner, wir haben sie erweitert auf Frauen, auf Menschen mit Behinderungen, auf die Nativen, die gebürtigen Amerikaner. Wir haben sie ausgeweitet auf die Möglichkeit der Menschen, lieben zu können, wen immer sie wollen. Darum heißen wir Menschen aller Rassen, Religionen und Herkunft bei uns willkommen, um unser Land stärker zu machen. Und hier, wo die Demokratie geboren wurde, bekräftigen wir erneut, dass die Rechte, die Ideen und die Institutionen, auf denen unser ganzes Leben ruht, die Rede- und Versammlungsfreiheit, denn Legitimität kann nur vom Volke kommen, das nie verstummen darf. Die freie Presse, damit wir in gerechter Weise auch die Missstände der Gesellschaft wie Korruption und andere benennen können. Die Religionsfreiheit, weil wir alle vor Gott gleich sind.
unabhängige Justiz zur Durchsetzung der Menschenrechte, die Gewaltenteilung, damit nicht, um die Macht auch einzuhegen, freie und faire Wahlen, damit die Bürgerinnen und Bürger ihre eigenen Kandidaten wählen können. Und selbst wenn ihr Kandidat nicht immer gewinnt. Wir stehen in hartem Wettbewerb in den Wahlkämpfen in Amerika, wie auch hier in Griechenland. Aber nach den Wahlen hängt die Demokratie natürlich von dem friedfertigen Übergang der Macht ab. Insbesondere, wenn sie nicht gewonnen haben. Und Sie haben sicherlich festgestellt, dass der nächste amerikanische Präsident und ich gar nicht unterschiedlicher sein könnten. Wir haben sehr unterschiedliche Standpunkte, aber die amerikanische Demokratie ist größer als jede Einzelperson. Darum haben wir eine Tradition, der scheidende Präsident heißt den neuen willkommen. Das haben wir in der letzten Woche erlebt. Und in den kommenden Wochen wird meine Regierung alles in ihrer Macht Stehende tun, um eine Machtübergabe ordentlich zu organisieren. Denn das macht Demokratie aus. Dass, selbst wenn es manchmal hart ist für einen, dann ist es wichtig, auch für die jungen Leute insbesondere, die gerade jetzt erst überhaupt teilhaben in ihrer Gesellschaft, dass sie verstehen müssen, dass der Prozess immer einen kurvenreichen Weg geht, in Mäandern voranschreitet. Aber solange wir unseren Glauben an die Demokratie aufrechterhalten, solange wie wir unseren Glauben an das Volk aufrechterhalten, solange wie wir nicht von unseren Grundsätzen abgehen, die eine lebendige und offene Debatte garantieren, solange wird unsere Zukunft okay sein. Denn das ist die wirksamste Form der Regierungsführung, die der Mensch je erfunden hat. Natürlich stimmt es auch, dass wir in den vergangenen Jahren Demokratien gesehen haben, die tatsächlich mit großen Herausforderungen zu kämpfen haben. Und ich möchte zwei davon benennen, was sich auswirkt hier in Griechenland, wie auch in den Vereinigten Staaten und weltweit. Das erste Beispiel betrifft das Paradoxon einer modernen Weltwirtschaft. Dieselben Kräfte der Globalisierung und Technologie und Integration, die so viel Fortschritt geschaffen haben und Wohlstand, haben zugleich die Menschen sehr stark gespalten. Wir haben die großen Unternehmen, die Konzerne, wir haben den Handel, wir haben das Internet. All das hat das Leben von Milliarden Menschen verbessert, hat die Armut bekämpft von Millionen von Familien, hat die Lebenserwartung der Menschen verlängert, hat Bildungschancen geschaffen, die wir in der Geschichte der Menschheit noch nie hatten. Das sage ich den jungen Leuten in Amerika sehr oft. Wenn Sie einen Augenblick in der Geschichte wählen sollten, an dem Sie geboren werden möchten, wie hätten Sie sich dann entwickelt? Sie hätten nie gewusst, ob Sie in einer wohlhabenden oder in einer armen Familie geboren werden, in welchem Land, ob Sie ein Junge oder ein Mädchen, als Mädchen geboren werden. Wenn Sie also auf der Zeitlinie den Moment hätten wählen können, was hätten Sie dann gewählt? Gut, ich glaube, der beste Punkt wäre heute, denn die Welt war nie wohlhabender, besser gebildet, gewaltfreier, als das heute der Fall ist. Selbst wenn die Nachrichten uns manchmal eine andere Botschaft übermitteln scheinen. Und wir haben eine integrierte Weltwirtschaft heutzutage deswegen, aber seit Jahrzehnten beobachten wir auch Tendenzen in vielen Ländern und in vielen Städten und Gemeinden, dass es dort durchaus eine Spaltung der Gesellschaft gegeben hat. Technologie und Automation bedeuten natürlich auch, dass Waren und Güter mit weniger Arbeitskräften produziert werden können und die Fertigungsstätten durchaus auch in andere Länder outgesourced verlagert werden können, wo die Löhne niedriger sind. Das heißt, dass die Arbeiter und die Gewerkschaften
heutzutage weniger Macht haben, bessere Löhne zu verhandeln und bessere Prämien beispielsweise. Dass es ihnen schwerer fällt, auch im Wettbewerb zu bestehen angesichts der Weltwirtschaft. Hart arbeitende Familien, die heute sehen, dass es ihren Kindern nicht besser gehen wird als ihnen selbst. Und zwar aufgrund dieser Globalisierung und des weltweiten Wettbewerbs. Aber wir haben auch gesehen, dass diese weltweite Integration die Tendenzen zu mehr Ungleichheit zwischen den Nationen und in den Völkern selbst integrieren, stärker fördern. Wir haben Menschen gesehen, globale Eliten, reiche Konzerne, die offensichtlich nach anderen Regeln spielen. Sie zahlen keine Steuern oder vermeiden Steuern. Sie manipulieren mit Steuerschlupflöchern, sie spielen mit dem System und versuchen, so viel Wohlstand wie möglich anzuhäufen, ohne den Familien, die tagtäglich kämpfen müssen, zu helfen. Da kommt ein Gefühl der Ungerechtigkeit auf. Das Ganze erscheint den Leuten nicht mehr fair. Diese Ungleichheit ist eine der größten Herausforderungen für unsere Volkswirtschaften und für unsere Demokratien. Ungleichheit, die früher toleriert war, weil die Menschen gar nicht wussten, wie groß die Ungleichheit war, die werden heute nicht mehr toleriert, weil die Menschen alle ihr Smartphone haben und genau sehen können, wie ungleich die Zustände sind. Das Bewusstsein der Menschen in den kleinsten afrikanischen Dörfern können die Menschen sehen, wie die Menschen in London oder in New York leben. Die Kinder der Armen, die Allerärmsten in allen Ländern begreifen mittlerweile, was andere Menschen haben, was sie selbst nicht haben. So haben wir also nicht nur eine zunehmende Ungleichheit, wir haben die Gewinner und Verlierer. Und das ist eine gewaltige Herausforderung für unsere Demokratien. Und deshalb spreche ich das ja auch an. Es ist eines der Hauptaugenmerke meiner Wirtschaftspolitik in unseren Ländern, in Amerika und in den meisten fortgeschrittenen Volkswirtschaften wollen wir, dass die Menschen mehr leisten, aber wir wollen auch, dass die Menschen gerecht bezahlt werden für das, was sie leisten, dass sie Zugang haben zu neuen Produkten und Dienstleistungen. Aber wenn Sie sehen, dass große Konzerne an einem Tag mehr Geld, dass ein Geschäftsführer oder Vorstand eines großen Aktienunternehmens an einem Tag mehr verdient als an seine Arbeiter in einem ganzen Jahr. Wenn wir diese Ungerechtigkeiten sehen, wenn wir sehen, wie ganze Produktionsstandorte zugemacht werden und eine Stadt in den Niedergang getrieben wird, dann kommt das Gefühl auf, dass die Globalisierung nur für die da oben gut ist. Die Reaktion daraus kann ein Land herunterziehen, kann das Wachstum beschädigen, kann zur Rezession führen und zu einer Politik, die dann einen ungesunden Wettbewerb schafft. Anstatt einer Win-Win-Situation haben die Leute das Gefühl, wenn der eine gewinnt, verliere ich. Und dann werden Mauern errichtet und die Gesellschaft wird gespalten. In den fortschrittlichen Volkswirtschaften gibt es von rechts und links Bewegungen, Integration zu stoppen und die technische Innovation zu stoppen und zurückzukehren zu einem Zustand, der vor mehreren Jahrzehnten herrschte. Dieser Impuls, sich aus der globalisierten Welt zurückzuziehen, ist ja verständlich. Dass die Menschen fühlen, dass sie die Kontrolle über ihre Zukunft verlieren, dann wenden sie sich der Vergangenheit zu. Das haben wir in Griechenland gesehen, in Europa, in den Vereinigten Staaten und an dem Brexit-Beispiel, wo Großbritannien beschlossen hat, die EU zu verlassen. Aber angesichts der Natur der Technologie bin ich hundertprozentig davon überzeugt, dass wir nicht uns voneinander abschirmen können. Wir leben in globalen Lieferketten, in globalen Innovationen. Wir überschreiten tagtäglich Grenzen und die Arbeitsplätze der Zukunft werden anders sein als die der Vergangenheit. Wir können also nicht immer zurückschauen, wir müssen nach vorn schauen.
Wir können nicht diese Verbindungen kappen, die uns so viel Fortschritt, so viel Wohlstand gebracht haben. Wir können nicht da ein Nullsummenspiel rausmachen und dann in Konflikten enden zwischen den Ländern. Ich glaube, dass die größte Hoffnung für den Wohlstand offene Märkte unter Berücksichtigung der Menschenrechte sind. Und ich habe den Eindruck, dass die aktuelle Globalisierung einer Kursänderung bedarf. In den Jahren, die vor uns liegen, müssen unsere Länder sicherstellen, dass die Vorzüge, die Vorteile der Globalisierung auch mehr Menschen zugutekommen, als das bis jetzt der Fall ist. Wir wissen, und wir kennen ja auch den Weg hin zu einer integrierenden Volkswirtschaft. Wir brauchen natürlich nur den politischen Willen, das auch umsetzen zu wollen. Wir brauchen Arbeitsbeschäftigung, Beschäftigungsförderung, wir müssen der arbeitenden Bevölkerung bessere Löhne zahlen. Wenn sie das nämlich tun, dann geht es auch den Unternehmen besser, weil ihre eigenen Kunden mehr Geld haben zum Ausgeben. Wir wissen, dass wir mehr investieren müssen in unsere Menschen, in die Bildung unserer jungen Leute, damit sie überhaupt darauf vorbereitet sind, in diesem globalen Wettbewerb zu bestehen. Die Menschen wollen lernen. Sie wollen die Ausbildung bekommen, sie wollen die Berufsausbildung, die sie brauchen, denn ohne das geht es ja nicht. Wir wissen ganz genau, dass wir auch das Unternehmertum stärken müssen, damit es einfacher ist, ein Unternehmen zu gründen und dann auch Geschäfte zu machen. Wir wissen, dass wir die soziale Komponente, den sozialen Zusammenhalt stärken müssen, damit auch eine Sozialversicherung für alle da ist. Krankenversicherung, Rentenversicherung sind Kernelemente. Wenn Menschen 30, 40, 50 Jahre in eine Arbeit gemacht haben, dann sollen sie da auf ein Recht haben. Wir müssen unsere Infrastruktur erneuern, damit die Menschen wieder Arbeit finden. Wir müssen investieren in Wissenschaft und Forschung. Wir müssen investieren in unsere Handelsbeziehungen und dann auch sicherstellen, dass der Handel für uns arbeitet und nicht gegen uns. Das heißt, wir müssen in allen Ländern auf hohen Normen bestehen, im Hinblick auf den Arbeitsschutz, den Gesundheitsschutz, den Umweltschutz und den Schutz der arbeitenden Bevölkerung. Das heißt, selbst wenn wir miteinander Handel treiben, müssen auch die Menschen, die arbeitenden Bevölkerungen in unseren Ländern davon profitieren, nicht nur die großen Konzerne, die international aufgestellten großen Konzerne. Das ist die Politik, die ich gemacht habe. Das war die Politik meiner Präsidentschaft. Ich erinnere Sie daran, dass ich mein Amt antrat in einer der schlimmsten Wirtschaftskrisen überhaupt in Amerika. Und uns ist es gelungen, den Wiederaufschwung zu schaffen. Wir haben wieder neue Arbeitsplätze geschaffen, indem wir in die Infrastruktur investiert haben. Wir haben Steuererleichterungen für die Mittelklasse durchgesetzt. Wir haben die wohlhabendsten Amerikanerinnen und Amerikaner höher besteuert. Wir haben unsere Autoindustrie erneuert, sie energieeffizienter gemacht und dafür gesorgt, dass sie bessere Autos bauen mit weniger Umweltbeeinträchtigungen. Wir haben den Verbraucherschutz verbessert. Wir haben das Banken- und Finanzwesen reformiert, damit so etwas nicht wieder passieren kann wie diese Wirtschafts- und Finanzkrise, die ja in Wall Street ihren Anfang nahm. Und wir haben insgesamt mehr als 15 Millionen Arbeitsplätze neu geschaffen. Die Einkommensentwicklung ist in Amerika viel, viel schneller als in allen anderen Ländern. Seit 1968 gibt es immer weniger arme Menschen und die Ungleichheit haben wir abgebaut. Wir haben darüber hinaus für eine gerechte Bezahlung zwischen Mann und Frau auch gesorgt. Gerechte Bezahlung ist ein Recht für alle und gleiches Geld, gleicher Lohn für gleiche Arbeit. Darüber hinaus haben wir den CO2-Ausstoß verringert. Wir haben also bewiesen, dass man für Wirtschaftswachstum sorgen kann und trotzdem die CO2-Emissionen verringern kann, dass sich das nicht ausschließt. Ich sage all dies
Nicht, weil wir alle Probleme gelöst hätten. Unsere Arbeit ist noch längst nicht vollendet. Es gibt immer noch zu viele Menschen in Amerika, die sich Sorgen machen um ihre Zukunft. Sehr viele, noch zu viele, die zu Niedriglöhnen arbeiten, mit denen sie aus der Armut nicht herauskommen. Das gilt insbesondere für junge Leute, die auch keine richtigen Chancen sehen. Aber die Politik, die ich Ihnen gerade beschrieben habe, die verschiedenen Politikansätze, weisen den Weg, den wir gehen müssen, um eine integrierende Volkswirtschaft aufzubauen. Und so können Demokratien Wohlstand und die Hoffnung liefern, die die Menschen brauchen. Wenn die Menschen Chancen haben, wenn sie zuversichtlich in die Zukunft schauen, wenn sie sich, dann bekämpfen sie sich nicht gegenseitig und hören vor allen Dingen nicht mehr auf die dunklen Kräfte, die in uns allen schlummern. Hier in Griechenland gehen sie durch eine ähnliche Wandlung, eine Transformation ihrer Gesellschaft. Zuerst einmal haben sie dafür gesorgt, dass sie die Grundlagen für Wirtschaftswachstum wieder erreichen. Wenn wir ganz ehrlich sind, dann müssen wir anerkennen, dass bei ihnen die internen und externen Kräfte gewirkt haben. Die griechische Volkswirtschaft war nicht mehr nachhaltig in dieser globalen Wirtschaft. Die Investitionen gehen in Länder, in denen die Regierungen effizient arbeiten, in denen die Regeln klar sind. Wenn man wettbewerbsfähig sein will und investitionsfreundlich, dann musste Griechenland einen Reformprozess einleiten, denn die Welt hat, glaube ich, und das meine ich, hat heute noch nicht einmal richtig anerkannt, welche große Reformbestrebungen sie unternommen haben. Mir ist das sehr wohl bewusst und ich bin sehr stolz auf all das, was unsere Regierung zur Unterstützung Griechenlands getan hat. Ein Ziel meines Besuchs besteht ja auch darin, noch einmal vor aller Welt auch zu sagen, wie wichtig die Schritte waren, die Sie unternommen haben. Sie haben heute wieder einen Haushaltsüberschuss. Sie haben vom Parlament die entsprechenden Entscheidungen getroffen, diese Volkswirtschaft wieder wettbewerbsfähiger zu machen. Natürlich haben Sie noch viel Arbeit vor sich und ich gratuliere Herrn Premierminister Tsipras für diese Reformbemühungen, die er auch einleitet, um die Volkswirtschaft wieder wettbewerbsfähig zu machen. Griechenland bemüht sich zurzeit, mehr Investitionen in das Land zu bekommen, die Volkswirtschaft auf solidere Fundamente zu stellen. Und dabei werden sie weiterhin die volle Unterstützung der Vereinigten Staaten haben. Ich werde die Gläubiger auch weiterhin auffordern, Schritte zu unternehmen, die es ihnen erleichtern, ihre Volkswirtschaft auf den rechten Weg zu bringen. In dem Maße, in dem Griechenland Reformen umsetzt, hat der Internationale Währungsfonds zugesagt, auch hier weiter Hilfen zu leisten. Und da hat der IWF recht, die Reformen müssen hier nachhaltig umgesetzt werden, die Menschen müssen Zuversicht haben, die jungen Leute müssen Chancen haben in Zukunft. Sie müssen wissen, dass es eine Zukunft gibt für sie alle, dass sie eine Bildung haben werden, dass es Arbeitsplätze geben wird, dass sie ihr volles Potenzial, dieses Unglaubliche, entwickeln können. Dass sie hier in Griechenland mit dem, was sie tun, erfolgreich sein können. Und ich bin auch zuversichtlich, dass wenn Sie hier den Kurs halten, wie Sie das bisher getan haben, dass Griechenland in eine hellere Zukunft geht. Denn Sie sind ja das Symbol der griechischen Kultur und der Widerstandsfähigkeit. Sie haben so viel in Ihrer Geschichte schon erreicht und nichts kann den Geist des griechischen Volkes brechen und den Mut und den Willen. Das erweisen auch schon die vielen anderen Herausforderungen, die Sie in der Vergangenheit überwunden haben. Also gute volkswirtschaftliche Entwicklung ist die Voraussetzung für die Demokratie, denn wenn die Wirtschaft nicht rund läuft, dann ist die Demokratie in Gefahr. Das bringt mich zu einer anderen großen Herausforderung für unsere Demokratien. Wie stellen wir denn sicher, dass die multikulturellen, die multiethnischen, die multirassischen Realitäten funktionieren?
und dass wir die Rechte der Individuen einerseits sicherstellen und andererseits sicherstellen, dass wir auch ein Gemeinschaftsgefühl haben in diesen Gesellschaften. Die Demokratie ist gerade immer dann einfach, wenn alle das Gleiche denken, das Gleiche essen, an den gleichen Gott glauben. Demokratie wird immer dann schwierig, wenn es Menschen gibt in der Gesellschaft, die unterschiedlicher Herkunft sind und dann versuchen, zusammenzuleben. In unserer globalisierten Welt, mit den Migrationsbewegungen, den Ideen, die um den Globus in hoher Geschwindigkeit flitzen, da sehen wir, dass die Potenziale, die Kräfte, die Stärken sich miteinander vermischen, aber zugleich für Spannungen sorgen. Der Informationsaustausch bringt auch Unterschiede an den Tag und zeigt auch, dass die Menschen unterschiedliche Lebensstile haben. Vielleicht hat man in der Vergangenheit nicht genau gewusst, wie die Menschen in einem anderen Teil ihres Landes oder in den Städten im Vergleich jetzt zu den ländlichen Zonen, wie die genau leben. Heute weiß jeder, kennt jeder den Lebensstil des anderen. Und das kann man als Bedrohung empfinden zuweilen, wenn die Menschen nicht immer auf die gleiche Art handeln. Dann fragen sich die Menschen natürlich, stellen sich Fragen hinsichtlich ihrer eigenen Identität. Und da kann es dann zu Gegensätzen kommen. Angesichts dieser neuen Realität, in der Kulturen aufeinanderprallen, ist es unausweichlich, dass jemand unter Umständen im Nationalismus seine Zuflucht findet oder in einer ethnischen Zugehörigkeit oder einer Sekte. Menschen, die zusammengehalten wurden von Grenzen, die Kolonialmächte gezogen haben, wie beispielsweise in Afrika, kann die Gefahr bestehen, dass die Menschen wieder in alte Stammesverhalten zurückfallen. In einer Welt, in dieser Welt gibt es ein zunehmendes Misstrauen gegenüber den Eliten, die ja so weit abgehoben sind angeblich von dem normalen Leben der Menschen. In einer Zeit, in der wir bis in die entlegensten Winkel dieser Welt wissen, wie die Menschen leben, wie sie regiert werden, sehen Sie, da brauchen wir nicht nur eine integrative wirtschaftliche Strategie, sondern auch eine politische, soziale und kulturelle Integrationsstrategie. In unseren Hauptstädten müssen wir dafür sorgen, dass unsere Regierungen offener sind, effizienter arbeiten an der Integration dieser verschiedenen Ethnien und so weiter. Die großen Kapitalen, also die Hauptstädte wie Brüssel und wie auch immer, die müssen sicherstellen, dass die Menschen das Gefühl haben, ihre Sorgen werden auch gehört. Angesichts dieser Herausforderungen meine ich, dass angesichts des Fortschritts, auch den wir schon erreicht haben, wir haben die Stabilität, wir haben die Sicherheit, die europäische Integration, die Europäische Union ist wohl eine der wichtigsten politischen und wirtschaftlichen Errungenschaften der Weltgeschichte. Heute, mehr denn je zuvor, braucht die Welt ein starkes Europa, ein demokratisches Europa. Aber alle europäischen Institutionen müssen sich selbst fragen, wie können wir es denn gewährleisten, dass die Menschen in den verschiedenen Ländern tatsächlich das Gefühl haben, dass ihre Stimme zählt, dass ihr Wille auch umgesetzt wird, dass die Entscheidungen, die getroffen werden und die dann sich auch auswirken werden auf ihr alltägliches Leben, dass die nicht so in so entlegenen Sphären getroffen werden, dass sie selbst nicht daran beteiligt sind. Wir müssen auch ganz klar machen, dass die Regierungen dazu da sind, den Bürgerinnen und Bürgern zu dienen und nicht umgekehrt. Deshalb sage ich als Präsident der Vereinigten Staaten, wir haben eine offene Partnerschaft angeboten zwischen der Regierung und dem Volk mit Transparenz und Verantwortung, damit die Menschen, die Bürgerinnen und Bürger auch sehen konnten, wie wir Entscheidungen treffen, die sich auf sie auswirken. Rund um die Welt haben wir uns eingesetzt für den Kampf gegen die Korruption, die eine Gesellschaft von innen aushöhlen kann.
mit den, wir haben dafür gesorgt, dass die in den Gesellschaften, in denen die Regierung genau diesen Weg gingen, auch die Zivilbevölkerung, die gestärkt wurde. Und es gibt so viele Menschen rund um den Globus, die versucht sind, sich in Zynismus zu verlieren und die sagen, wir wollen gar nicht mehr uns beteiligen, denn die Politiker, die Regierungen, die kümmern sich doch gar nicht um uns. Darum haben wir Netzwerke geschaffen für junge Unternehmer und Unternehmerinnen, für junge Wirtschaftsführer, weil wir glauben, dass die Erneuerung unserer Gesellschaften damit beginnt, dass wir der Stimme der Jugend zuhören. Unsere globalisierte Welt durchläuft einen großen Wandel. Niemand kennt die Zukunft. Die Geschichte geht nicht immer gerade den Weg voran. Die Bürgerrechte in Amerika sind nicht so einfach erreicht worden. Die Demokratie in Griechenland ist nicht den geraden Weg gegangen. Das vereinte Europa ist keine einfache gerade Linie gewesen. Und der Fortschritt ist nie garantiert. Fortschritt muss verdient werden, von jeder Generation neu verdient werden. Ich glaube, die Geschichte gibt uns aber Hoffnung. 25 Jahrhunderte, nachdem hier in Athen die Demokratie geschaffen wurde, 250 Jahre nach dem Beginn der großartigen amerikanischen Reise, sind mein Glaube und meine Zuversicht, meine Gewissheit, mein fester Glaube an die demokratischen Ideale und die universellen Werte. All das bleibt gleich. Und ich glaube stärker denn je zuvor an das, dass Dr. King recht hatte, dass der Fortschritt der Welt ein langwieriger ist, aber in letzter Konsequenz hin zur Gerechtigkeit führt. Hin zur Gerechtigkeit nicht nur, weil das unausweichlich wäre, sondern weil wir dafür sorgen, weil wir diese Gerechtigkeit anstreben. Nicht, weil es da Hindernisse gibt, nein, weil es Menschen gibt, die Generation nach Generation sich mit ihren Visionen und ihrem Mut und ihrem entschlossenen Willen dafür einsetzen, dass unser Leben sich hinentwickelt zu einer besseren Zukunft. In den Vereinigten Staaten und überall, wo ich in den vergangenen Jahren war, habe ich Bürgerinnen und Bürger getroffen, insbesondere junge Bürgerinnen und Bürger, die auf Hoffnung setzen und nicht auf Angst, die glauben, dass sie ihr eigenes Schicksal in die Hand nehmen können und gestalten können, die sich ganz einfach weigern, die Welt so zu akzeptieren, wie sie ist, sondern die sich bemühen, sie zu verändern. Sie sind inspiriert. Überall auf der Welt habe ich Menschen getroffen, die in ihrem alltäglichen Leben demonstrieren, dass unabhängig jetzt von den Unterschieden zwischen Rassen und Religionen und so weiter, dass wir das Gute in uns selbst finden können. Und wie die eine Frau hier in Griechenland, die zu den Flüchtlingen gesagt hat, wir leben unter derselben Sonne, wir verlieben uns unter demselben Mond, wir sind alle Menschen und wir müssen diesen Menschen helfen. Frauen, solche Frauen, die machen mir Hoffnung. Und in all unseren Städten und Gemeinden, in unseren Ländern, glaube ich, gibt es noch mehr von dem, was die Griechen Philosophie nennen. Die Liebe und die Achtung, die Güte für Familien, für Städte und Gemeinden, für Länder in einem Sinne, in dem wir all dies gemeinsam durchleben und einander verpflichtet sind. Das sehe ich jeden Tag und das macht mir Hoffnung. Weil in letzter Konsequenz hängt es von uns ab. Kein anderer wird es machen. Kein anderer ist verantwortlich. Wir sind verantwortlich. Die Bürgerinnen und Bürger unserer Länder und der gesamten Welt müssen dafür sorgen, dass die Welt hin sich zu mehr Gerechtigkeit entwickelt. Und das die Möglichkeit haben wir.
Das wichtigste Amt in jedem Land ist nicht Präsident oder Premierminister. Das wichtigste, der wichtigste Titel in den Ländern ist Bürger, Bürgerin. Und in all unseren Nationen werden es immer unsere Bürgerinnen und Bürger sein, die entscheiden, welches Land wir sein wollen, welche Ideale wir anstreben und welche Hindernisse wir zu überwinden haben in diesem großen, perfekten System der Selbstbestimmung. Kommen Macht und Fortschritt immer vom Demos, vom Volk. Und ich bin zuversichtlich, dass solange wie wir diesem System der Selbstbestimmung uns verpflichtet fühlen, die Zukunft eine sehr helle sein wird.